Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen Video von mir. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass ich mal Videos hochlade, aber ich habe heute keine Lust großartig zu streamen. Wir sind hier auf meiner Welt. Das ist die Welt, wo ich nicht cheate, also zumindest nicht in Kreativmodus gehe. Und habe das ja bis jetzt auch alles selber erspielt. Was heißt bis jetzt, ne? Ich habe was rausgefunden, was ihr wahrscheinlich nicht glauben werdet. Da unten seht ihr es schon. Ihr seht auch schon, ich habe die Rüstung an. Ich habe alles sozusagen. Ich krieg sogar noch Trophäen für diese Welt. Also ich kann, habe gerade eben noch zwei Trophäen abgeschlossen. Wie ihr seht, wir haben hier eine kleine Maschine. Die ist so aufgebaut. Das hier sieht aus. Also wir setzen erstmal einen Block, das ist klar. An dem Block setzt ihr dann einen Redstone da oben, ne? Und dann müsst ihr jeweils hier noch so Blöcke hinsetzen und dann müsst ihr Redstone-Fackeln da placen. Dann klickert das, dann müsst ihr hier eine Workbench und hier ein Dispenser setzen und hier halt einen Hebel mit dieser Apparatur halt angeht und dann das da macht, ja? Im Dispenser ist jetzt noch nichts drin, deswegen bringt es nichts. Aber wir können euch ja mal zeigen, was wir damit alles gemacht haben. Ja, wir bauen hier noch um, also wir sind gerade im Umbau, wie ihr seht. Bin ich hier vorne ein fettes Haus am Bauen. Und wir müssen das hier halt noch alles umräumen. Wir haben hier unsere Pferdeplantage und alles. Aber wir können ja mal so sagen, diese Dias hier habe ich mir mal gerade eben mit diesem Generator ercheatet. Und naja, das Eisen und Gold auch. Wir könnten es ja mal mit, sagen wir mal, Dias machen. Nehmen wir mal hier so, sagen wir mal, ja, nehmen wir mal die vier Diablöcke hier mit. Gehen hier runter, vier Diablöcke müssen reichen. Wir wollen es ja nur kurz demonstrieren. Machen die mal ganz kurz zu Diamanten. Jetzt haben wir 36 Diamanten. Die tun wir jetzt hier oben rein. Und jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein. Und zwar legen wir jetzt den Schalter um. Es fängt an zu klicken. Gehen wir hier auf die Dias. Und jetzt spammen wir so lange X, wie es nur geht. Seht ihr, jetzt haben wir schon 6 Diamantblöcke. Und jetzt stoppt auch nichts mehr. Wie ihr seht, haben wir Diamant plus gemacht. Wir haben jetzt insgesamt 18 Diamanten plus gemacht. Wir hatten gerade 36. Jetzt haben wir 54. Easy. Und wir hatten nichts im Inventar. Wir können es ja nochmal beweisen. Einfach. Oh, meine Batterie ist leicht leer. Das ist nicht gut. Warte mal. Ich hole mal ganz kurz das Ladekabel von der PlayStation. Komm mal her. Zack. So. Und zwar können wir es ja nochmal beweisen. Wir haben jetzt hier nichts im Inventar. 54 Dias drin. Legen wir das um, gehen hier drauf und machen X-Spammen drücken. Ganz einfach, ganz easy. Und ich habe noch einen zweiten Trick. Jetzt haben wir wieder Glück. Die zwei Dias, die wir gerade hatten, hier in der Hand sind anscheinend verschwunden. Ist mir aber egal, weil wir haben wieder 8 Diablöcke plus gemacht. Und mit den Diablöcken könnt ihr jetzt auch craften und so. Ich habe mir schon Rüstungen gemacht und alles. Also mit denen kann man auch craften und die sind genauso wie auch alles andere. Echt. Also. Ja, genauso wie die Spitzhacken hier, habe ich mir eben erst gecraftet. Zack, zack. Genau, und dann habe ich noch einen kleinen Duplizierungsblock. Und zwar brauchen wir dafür einen Bogen, Pflasterstein und dann brauchen wir ein bisschen Redstone. Ich weiß nicht, ob es am Bogen liegt. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Bug ist. Warte, wir können es ja ausprobieren, ob es ein Bug ist. Wo haben wir unsere Spinnenbeben? Wir machen uns mal einen komplett neuen Bogen. So, einen komplett neuen Bogen. Dafür müssen wir einmal hier drauf. Zack, jetzt tun wir mal ganz kurz den Bogen hier. Ich will den nämlich nicht verlieren. Tun wir den mal kurz hier rein, aus dem Inventar. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob das klappt. Ich weiß nämlich nicht, ob es am Bogen lag. Warte mal, wo war das mit dem Dispenser? Hier war das, genau. Okay, es liegt am Bogen. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen Dispenser gecraftet. Der Bogen ist verschwunden. Aber, wenn wir jetzt, warte, wir tun die mal hier raus. Wenn wir jetzt diesen Bogen hier nehmen und dann hier auf Dispenser craften gehen, seht ihr, könnt ihr das so lange benutzen, wie ihr wollt. Wir haben jetzt einen neuen Dispenser aus einem gebrauchten Bogen gemacht.
Das habe ich hier schon ausgetestet und mal ob ich die Dispenser getan. Hier 44 Dispenser. Ist auch ein kleiner Trick von mir, ein kleiner Lifehack. Ich hoffe, der ist euch nützlich. Weil, ja, bei mir gebe ich selten Lifehacks. Und so, also. Ihr kriegt trotzdem noch Pokale, also Trophäen, wenn ihr das macht. Also, es geht euch nichts verloren oder sonstige Sachen. Ihr könnt es ganz normal nutzen, wenn. Das macht, ihr müsst nur halt relativ schnell sein. Das ist jetzt nicht gerade leicht, wenn man zum Beispiel nur mit 18 Dias das macht. Wir haben es zwar geschafft, aber es ist nicht gerade leicht, wenn man nicht schnell ist. Ja, wenn ihr mehr von meinem Kram sehen wollt, Leute, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr dann die Glocke drückt, verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Also ihr werdet immer benachrichtigt, dass ich ein Video hochlade oder ein Livestream. Ich bin ja hauptsächlich im Moment ein Livestream-Account, weil die Videos mir nicht mehr über PC machen, sondern über PlayStation. Und über PlayStation das mit dem Let's Playen scheiße ist, finde ich. Deswegen streamen wir lieber, das ist einfacher. Und sorry wegen heute, heute ist ja Sonntag. Sorry, dass es kein Livestream-Wochenende gab, nur ich habe sehr stark Kopfschmerzen. Ihr wisst ja zufälligerweise, die Leute, die meine Streams in den letzten Tagen geguckt haben, wissen, dass ich auf einer Party war. Einer Sommerparty bei einem Kollegen. Hausparty und so. Und ich habe halt starke Kopfschmerzen auch von der Party gestern. War ganz gut. Hab mich gut amüsiert. Waren nur zu wenig Mädels da. Also Mädels, wenn hier mindestens 16-jährige Mädchen zugucken. Ihr wisst, nächste Party ist an Silvester, könnt ihr dann kommen, wenn ihr mal im Umkreis wohnt. Lade ich direkt erstmal ein paar Mädels an. Wird zumindest nicht so langweilig wie gestern, ist keine Würstchenparty. Und ja. Auf jeden Fall, Leute, das war's von mir gewesen. Vergesst nicht, bei meinen anderen Videos vorbeizugucken. Oder Let's Plays, da ist schon ganz interessanter Schlüssel drin. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut doch auch einfach mal morgen oder die nächsten Tage vorbei. Da werde ich auf jeden Fall auch noch streamen. Und dann würde ich sagen, Leute, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.